Oh oh. Also da blüht definitiv noch gar nichts. Da muss ich noch ein bisschen arbeiten, dass da auch schöne Blümchen kommen im Frühling. Aber auch wenn es erst Mitte März ist, es gibt tatsächlich schon Blumen, die aufblühen jetzt. Welche das sind und warum die ganz, ganz wichtig für die Bienen sind, das siehst du heute in deinen SRF Kindernews. Und damit hallo. Und bevor wir zu diesen Frühblühern kommen, so heissen nämlich die Blumen, die jetzt schon zum Teil zum Boden auskommen, zu etwas ganz anderem. Ich weiss nicht, wie das bei dir ist, als ich noch in der Schule bin. Und das ist schon ein Moment her, da habe ich auf wichtige Prüfungen am besten unter Druck können lernen. Ich habe nicht weiss, wie lange vorher schon angefangen mit Lehren, sondern meistens so im letzten Moment mir alles probiert, in den Kopf reinzubiegen. Und das ist meistens gut gekommen. Ganz viele Kinder in der Schweiz haben diese Woche wichtige Prüfungen gehabt, nämlich die Aufnahmeprüfungen für das Gymi, vielleicht ja auch du. Eine davon ist Dida von Wiesendangen im Kanton Zürich. In den letzten 6 Monaten hat sie sich mega fest auf diese Prüfungen vorbereitet. Und wir haben sie kurz vor den Prüfungen getroffen und wollen wissen, wie es ihr in diesen 6 Monaten gegangen ist. Freitag Nachmittag, noch 3 Tage bis zur Prüfung. Die Schulwoche ist geschafft und Ida und ihre Kollegin Leonie freuen sich auf das freie Wochenende. Es war eine intensive Zeit. Zwar hat sich die Vorbereitung auf die Gymiprüfung wegen Corona nicht mega fest verändert, aber neben dem normalen Schulstoff auch noch auf die Prüfung zu lernen, war auch für Ida nicht ohne. Nein, ich mache es nicht locker. Also, in der Schule haben wir ein neues Mathe-System. Haben wir immer irgendwie 3 Wochen lang. So 3 verschiedene Mathe-Themen. Und dann gibt es eine Mathe-Überprüfung am Schluss. Und dann musste ich auf die lernen, auf die Gymi-Prüfung lernen und dann noch Franz-Wörtli und noch Englisch-Wörtli. Und dann noch die Aufzüge machen. Am meisten Zeit hat Ida ins Fach Mathe investiert. Bei dieser ganzen Prüfungsvorbereitung war für sie der Ausgleich darum umso wichtiger gewesen. Sie ist zum Beispiel ab und zu reiten oder hat mit Kolleginnen abgemacht. Auch das Klarinettenspielen hat ihr geholfen, um den Kopf zu lüften und einmal auf andere Gedanken zu kommen. Ich habe auch Klarinette gespielt, wenn es mir das Lernen zu viel geworden ist. Und dort hat mein Klarinettenlehrer mir coole Popmusikstücke gegeben, die ich spielen kann. Der Ida, ihr grosses Ziel ist es, später Medizin zu studieren und dann Ärztin zu werden. Und für das bezieht sie erst eben ans Gymi. Falls das mit dem Gymi jetzt aber nicht klappen sollte, ist das für die Ida halb so wild. Ich weiss, aber wenn ich es nicht schaffe, das Leben geht auch weiter. Also, es wird kein Weltuntergang sein, wenn ich es nicht schaffe. In den letzten beiden Tagen vor der Prüfung will die Ida jetzt nicht mehr lernen. Lieber probiert sie, so gut wie möglich abzuschalten und den Kopf ein bisschen frei zu bringen. So, dass sie dann fit und konzentriert an die Prüfung kann. Dida hat die Prüfung mittlerweile durch und ich glaube, ihr seht ihr an, dass ihr ein rechter Stein vom Herzen gefallen ist. Die Prüfung ist geschrieben, yes! Und jetzt heisst es warten. Und zwar so lange warten, bis sie dann weiss, ob sie die Gymi-Prüfung geschafft hat und das kann noch ein Zeit gehen. Wir drücken auf jeden Fall alle Daumen, die wir haben. Und jetzt gehen wir auf Myanmar, das Land, das heisst auch Burma. Und die Leute dort, die sind im Moment mega hässig. Und genau darum findest du das Land auch fast jeden Tag in den Nachrichten. Warum das so ist, das erklären wir dir jetzt. Demonstrationen, Verhaftungen, Verletzte und sogar Tote. Das ist seit ein paar Wochen Alltag in Myanmar. Dort liefern sich Zehntausende Demonstrantinnen und Demonstranten in verschiedenen Städten immer wieder Strassenschlachten mit dem Militär. Das hat nämlich am 1. Februar die Macht übernommen und die Regierungschefin Aung San Suu Kyi und andere wichtige Politikerinnen und Politiker festgenommen. Alles Leute, die letzten November von den Menschen in Burma gewählt worden sind. Das Militär wirft ihnen vor, diese Wahl gefälscht zu haben. Beweisen können sie das aber nicht. Die Bevölkerung befürchtet jetzt, dass das Militär wieder alleine über das Land herrschen könnte. Das wäre nämlich nicht das erste Mal. 1962 hat das Militär bereits die Macht an sich gerissen und fast 50 Jahre lang über das Land geherrscht. Das war eine schlimme Zeit für die Bevölkerung. Die
die Menschen sind arm gewesen und alle, die etwas gegen das Militär gesagt haben, sind ins Gefängnis gekommen. Erst 2015 hat die Bevölkerung dann selber wieder bestimmen, wer ihr Land regieren soll. Sie haben Aung San Suu Kyi und ihre Partei, die NLD, gewählt. Das Militär hat aber nach wie vor viel Einfluss gehabt und jetzt eben die Macht sogar wieder ganz übernommen. Die Menschen in Burma wollen auf keinen Fall, dass das so bleibt. Wir kämpfen weiter und sie müssen wissen, dass wir keine Angst haben und nicht werden aufgeben, sagt die Frau da. Und so gehen die Menschen in Burma, trotzdem, dass es so gefährlich ist für sie, jeden Tag auf die Strasse und demonstrieren. Hoffen wir, dass diese Proteste etwas bringen und es den Leuten dort gleich besser geht. Ich muss zugeben, ich finde Winter super, nur schon wegen dem Snowboard fahren und bin schon ein bisschen traurig, dass der gleich vorbei ist, wobei der nächste kommt ganz sicher. Und Frühling ist ja auch schön, oder? Wenn wieder alles anfängt zu blühen von aussen. Und zum Teil schon jetzt, Mitte März, kommen die ersten Blumen zum Boden aus. Welche das sind und warum die ganz, ganz wichtig sind, das siehst du jetzt. Pflanzen, die Blätter und Blüten bilden und als erste am Ende des Winters aus der Erde schießen, heißen Frühblüher. Zum Beispiel das Schneeglöckchen. Am Ende des Winters, wenn die Tage wieder länger werden und die Sonne an Kraft gewinnt, kann es schnell wachsen. Das Schneeglöckchen hat nämlich im letzten Jahr Vorräte gesammelt und die hat es den Winter über in einer Zwiebel unter der Erde gespeichert und so vor Kälte geschützt. In der Zwiebel sind wichtige Nährstoffe gespeichert und die Blüte, die Blätter und die Ersatzzwiebel sind darin schon angelegt. Während die Blätter und die Knospe des Schneeglöckchens aus dem Boden sprießen, werden die Nährstoffe aus der Zwiebel verbraucht. Auch Krokusse, Veilchen, Bärlauch, Gänseblümchen und einige andere Pflanzen sind Frühblüher. Sie dienen zum Beispiel den Bienen als erste Nahrungsquelle nach dem Winter. Nicht alle Frühblüher speichern ihre Nährstoffe in einer Zwiebel. Das Gänseblümchen speichert seine Vorräte den Winter über in einer dicken Wurzel. Doch etwas haben alle Frühblüher gemeinsam. Sie überleben, weil sie sich ihrer Umgebung angepasst haben. Das Schneeglöckchen kommt ursprünglich aus dem Laubwald. Nur kurze Zeit am Ende des Winters erreichen die Sonnenstrahlen dort den Boden. Daher muss es schnell blühen, fruchten und Samen bilden. Denn sobald im Frühling Blätter an den Bäumen sind, ist es für das Schneeglöckchen am Boden zu dunkel, um zu wachsen. Bis auf das Gänseblümchen sind im Hochsommer die meisten Frühblüher verschwunden. Sie haben dann alle Vorräte für das nächste Jahr gesammelt und lagern sie im Boden, bis zu dem Zeitpunkt, wenn die Sonne sie gegen Ende des Winters wieder aus der Erde lockt. Und bevor es aber richtig fest Frühling wird für uns, haben wir noch mal eine Portion Winter für dich parat zum Schluss von der SRF Kindernews von heute. Du musst mal diese Bilder hier anschauen. Das ist eine Gletschergrotte, also quasi das Innere von einem Gletscher. Sieht zwar mega faszinierend aus, kann aber auch gefährlich sein, weil das Eis nämlich immer ein bisschen in Bewegung ist, verändert sich so eine Grotte von Tag zu Tag und kann im dümmsten Fall sogar einstürzen. Und genau darum überlassen wir es erkunden lieber den Profis. Und das war es, die neuesten SRF Kindernews. Uns gibt es genau heute in einer Woche wieder da, dann mit der Joana. Ich bin der Michel und würde mich sehr freuen, wenn unseren YouTube-Kanal SRF Kids würdest abonnieren, dann verpasst du die nächste Folge, nämlich auf keinen Fall. Bis gleich.